So, und jetzt kommt der Brief mit Leo. Du hattest gar keine Redezeit, aber der Mann redet, mich auch, wie er will. Leo, jetzt kommt der Brief. Ich weiß gar nicht, du erzählst es. Genau, den Brief, den habe ich von einer US-Amerikanerin, die häufig auch in Deutschland ist oder beziehungsweise teilweise eben in Deutschland lebt, zugeschickt bekommen, damit ich ihn jetzt hier euch vorlesen darf. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, Zehntausende US-Bürgerinnen und Bürger haben jahrelang darum gekämpft, das Drohnenprogramm und andere Kriegsverbrechen der USA aufzudecken und zu stoppen. Die US Airbase Ramstein im deutschen Hoheitsgebiet spielt eine zentrale Rolle in diesen Verbrechen. Deswegen haben wir 21 US-Bürgerinnen und Bürger und 21 US-Friedensorganisationen und NGOs im Mai einen offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel gerichtet. Wir warten noch auf eine Antwort. Hier einige Auszüge aus unserem Brief an die Kanzlerin. Sehr geehrte Kanzlerin Merkel, anerkannte und international verbreitete Veröffentlichungen belegen glaubwürdig, dass die Satellitenrelaisstation der US-Streitkräfte in Ramstein eine entscheidende Rolle bei allen Drohnenangriffen im Nahen Osten, in Afrika und in Südostasien spielt. Mehr noch, es käme nicht zu den Tötungen und Verstümmelungen durch Raketen, die von US-Drohnen abgefeuert werden, wenn die deutsche Regierung nicht mit den USA kooperieren und diesen für ihre widerrechtlichen Drohnenkriege die Nutzung des Luftwaffenstützpunkts Ramstein gestattete. Eines Militärstützpunkts also, der 70 Jahre nach der Befreiung Deutschlands und Europas vom NS-Regime, mit Verlaub gesagt, einen Anachronismus darstellt. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, die Wirklichkeit sieht doch anders aus. Der Militärstützpunkt untersteht der rechtlichen Hoheit der bundesdeutschen Regierung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Luftwaffe der USA die Genehmigung hat, den Stützpunkt zu nutzen. Die deutsche Regierung gibt häufig vor, keine Kenntnisse von den Aktivitäten in Ramstein zu haben oder anderen US-Stützpunkten auf deutschem Boden. Bei allem Respekt geben wir zu bedenken, wenn dies wirklich der Fall sein sollte, wären Sie und Ihre Regierung gehalten, vom Militär und von den Nachrichtendiensten der USA in Deutschland dringend die notwendige Transparenz und Verantwortlichkeit einzufordern. Wenn das derzeitige Truppenstatusabkommen zwischen den USA und Deutschland der Transparenz und Rechenschaft entgegensteht, die die deutsche Regierung benötigt, um auf dem eigenen Territorium deutschem und internationalem Recht Geltung zu verschaffen, dann muss verlangt werden, dass die USA das Truppenstatusabkommen geeignet abwandeln. Wie Sie sicher wissen, sind Deutschland und die USA jeweils unilateral dazu berechtigt, das Truppenstatusabkommen mit zweijähriger Kündigungsfrist zu beenden. Viele in den USA würden sich einer Neuverhandlung des Truppenstatusvertrags, die zur Wiederherstellung eines Vorrangs des Rechts erforderlich wäre, nicht nur kaum entgegenstellen, sondern sie im Gegenteil begrüßen. Entschlossene Schritte von deutscher Seite in dieser Sache würden bei den Nationen der Welt, einschließlich Europas, gewiss Unterstützung finden. Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von bewaffneten Drohnen, die am 27. Februar 2014... Ich will dich gerade nicht unterbrechen, aber das ist einfach zu geil, um es unerwähnt zu lassen. Also jetzt sagt noch mal einer, wir stehen nicht unter einem günstigen Stern. Letztes Jahr so ein geiles Wetter, heute so ein geiles Wetter. Und naja. Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von bewaffneten Drohnen, die am 27. Februar 2014 mit einer überwältigenden Mehrheit von 534 zu 49 Stimmen angenommen wurde,
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich gegen die Praxis gezielter außergerichtlicher Tötungen auszusprechen und sie zu verbieten, sowie insbesondere selber keine rechtswidrigen gezielten Tötungen zu verüben oder solche Tötungen durch andere Staaten zu begünstigen. Der völkerrechtswidrige Drohnenkrieg gegen beliebige Länder und ebenso die außergerichtlichen Inhaftierungen in Guantanamo untergraben das internationale Recht, auf das wir nach dem Zweiten Weltkrieg bauen. Wir hoffen, dass die wichtigsten Verbündeten der USA, darunter aufgrund seiner unverzichtbaren Rolle insbesondere Deutschland, entschlossen handeln werden, um die außergerichtlichen Drohnentötungen zu beenden. Sehr geehrte Bundeskanzlerin, wir richten an Sie die inständige Bitte, sämtliche notwendigen Schritte zu unternehmen, um auf deutschem Territorium allen Aktivitäten in Deutschland Einhalt zu gebieten, die Drohnenkriege und Tötungen durch die US-Regierung unterstützen. Unterzeichnet durch 21 US-Friedensorganisationen und NGOs und 21 US-Bürgerinnen und Bürger. Dazu zählen ein ehemaliger Spitzenanalyst der CIA, eine pensionierte Agentin des FBI und eine frühere Militäroffizierin unter Attaché des US-Außenministeriums. Ich würde sagen, diesen Brief kann man so absolut unterstützen. Yeah! Ja. Danke, Leo.